Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Holger und es soll weitergehen mit einem neuen Video in der Soundswitch-Reihe, also Lichtsteuerung mit Soundswitch. Und heute eins, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe. Es geht um die Nutzungsmöglichkeiten, um die Einbindung des Elgato Stream Decks in Soundswitch. Was das Elgato Stream Deck ist, was das kann, wie man es einbindet, wie man es nutzen kann, das kommt alles jetzt. Viel Spaß dabei! Ja, ich möchte euch zeigen, wie man das Elgato Stream Deck, das ich euch gleich vorstellen werde, als MIDI-Controller einbinden kann in Soundswitch und in eure Lichtsteuerung. Und wenn ihr sagt MIDI-Controller, da war doch schon was, da hatten wir schon ein Video, wie es überhaupt geht. Und da hatten wir eins, wie man noch einen zweiten MIDI-Controller einbinden kann. Jetzt schon wieder was mit dem MIDI-Controller. Ja, aber mit diesem Teil kann man eine ganz besondere Art von MIDI-Controller sich gestalten und einbinden. Und was man da so machen kann und was das eigentlich so besonders macht, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ja, MIDI-Controller da hatten wir ja schon ein bisschen was. Ich habe jetzt hier die beiden nochmal hier an meinem Pult, die wir schon hatten. Ich habe ja hier den APC Mini von Arkai und den MPD 218 von Arkai. Alles wunderbar, hat ja alles funktioniert. Aber jetzt im Echtbetrieb einfach da mal hinzuschauen und wie man sieht, man sieht nicht so fürchterlich viel, insbesondere wenn es jetzt hier umgeht, nämlich was denn da steht, meine Beschriftung und hier ganz oben, da diese kleinen Beschriftungen, die kann man schon gar nicht so richtig gut lesen. Dabei habe ich jetzt extra sogar, ich kann es nochmal ein bisschen doller beleuchten, extra ausgeleuchtet, was ja aber auch nicht immer so schön ist. Und ihr wisst selber, im Echtbetrieb apparieren wir eher im Dunkeln. Also so richtig hell hinter meinem DJ-Pult ist das nicht. Die meiste Beleuchtung kommt denn hier noch von meinem Controller und von meinem Notebook. Ich habe immer noch eine Lampe dabei, sowieso, so wie hier auch. Aber so richtig hell ist das da nicht. Und da mal so ganz schnell was zu steuern. Und deswegen mal zu gucken, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, die da schöner aussieht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir zumindest im Moment ja noch wissen, dass diese Tasten hier vom MIDI-Controller nicht von Soundswitch rückbeleuchtet werden. Also es gibt noch, sage ich mal, es wird sich wahrscheinlich was tun, kein MIDI-Feedback, sodass, wenn ich Tasten gedrückt habe oder nicht gedrückt habe, das hier irgendwie leuchtet. Aber auch was jetzt hinter den Tasten verbirgt, da musste ich, selbst wenn ich hier jetzt direkt daneben stehe, mich schon ein bisschen anstrengen zu lesen, was ich denn hier alles so Wunderbares hingeschrieben habe. Und da geht mit dem eben erwähnten Stream Deck, da geht eine ganze Menge. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, und so mal einen ersten kleinen Blick auf diesen kleinen Kasten, auf das Stream Deck. Ich stelle euch den gleich etwas ausführlicher vor. So sieht das Ding aus, wenn ich das jetzt als MIDI-Controller für meinen Soundswitch im Betrieb und im Start habe. Ihr seht schon das Entscheidende. Die Tasten alle beleuchtet. Ich erkläre gleich warum. Beleuchtet. Und auch die, wie sie aussehen, das habe ich selbst bestimmt, kann ich selber einstellen. Und so sieht zum Beispiel jetzt mein MIDI-Controller aus. Funktioniert mit Soundswitch wunderbar. Ich gehe hier mal auf Full White und auf den Strobe aus und Strobe wieder an. Und ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, ich habe so links so ein paar Kanne stehen, die wieder ausgemacht, dass ich das damit steuern kann. Hier habe ich also Full White. Ihr kennt die Belegung. Ich habe hier also meinen Strobe ein- und auszuschalten. Hier kann ich den Strobe schneller oder langsamer machen. Full White, Blackout. Hier könnte ich auf Schwarzlicht gehen. Jetzt habe ich ein Schwarzlicht an. Sieht man so im Video jetzt nicht, weil ich normales Licht an. Hier meine Nebelmaschine abfeuern. Hier noch auf einzelne Farben gehen. Hier habe ich so meine wichtigsten Teile von den Static Looks hier drauf, um so einen Verfolger auf der Tanzfläche zu machen, als eine Möglichkeit. Und hier kann ich in weitere, man kann das in den Ordner gehen. Hier gehe ich in meine Autoloops hier rein. Jetzt seht ihr einen Blick auf meine Autoloop-Steuerung. Hier sind die ganzen vier, die Bänke, die ich auswählen kann. Und man sieht schon, ich habe hier jetzt auch so eine Art Überblick über meine Autoloops, wie sie aus, ungefähr wie sie sein können, in welcher Farbe, so ein leichtes fließendes Übergang für meine ambiente Beleuchtung hier. Oder wenn es so um langsame Tänze geht, hier auch so
einen leichten Puls, kann man hier sehen, ich sehe auch die Farben, kann das hier erkennen, oder hier habe ich so einen Autoloop, wo nur die Säulenbeleuchtung die Beleuchtung machen, und hier geht es dann in meine Bank 3, Rockmusik, und dann sieht man schon so ungefähr, was denn hier so passieren sollte, wie ich das, das habe ich mir da hingelegt, oder hier für Electronic Dance und wie ungefähr, was meine Autoloops dann so machen. So konnte das im MIDI-Controller dann hier aussehen. Und hier habe ich dann meine Static Looks zum Beispiel, da habe ich hier meine Tanzflächenverfolger oder hier so mein DJ-Pult, und da kann ich da die abbilden, oder so einzelne Static Looks, wenn alles zur Hochzeitstorte hingehen soll, zum Rednerpult oder zum Brautpaar und so weiter. Wenn ich eine Suche so fahren möchte mit meinen Moving Heads, bestimmte Spots nur ansteuern möchte, auf den Geschenketisch gehen möchte oder das Buffet ausleuchten möchte, all solche Dinge, das kann ich dann hiermit tun. Hier kann man also eine ganze Menge machen, erläutere ich dann gleich. Hier zum Beispiel, ich kann, wenn ich möchte, mein gesamtes Virtual, oder fast mein gesamtes Virtual DJ auch damit steuern, dann würde ich hierauf umschalten, das habe ich noch nicht fertig gemacht. Ich werde dafür mein eigenes Video wahrscheinlich machen. Da könnte ich im Virtual DJ mit eben diesem Teil hier zum Beispiel einfach auf Knopfdruck Cue-Punkte ansteuern. Oder in einen Loop gehen, Loop wieder beenden. Oder in meiner Musikbibliothek blättern. Das kann ich alles hier mit dem Teil tun. Wunderbar beleuchtet und unterstützt. Hier die beiden zum Beispiel auch, hier könnte ich, zeige ich gleich mal, wenn ich die Bildschirmaufzeichnung eingeschaltet habe, einfach wechseln, welches Programm ich im Vordergrund haben möchte. Virtual DJ, ich muss mal schnell ins Soundswitch, weil ich doch was umstellen möchte. Zack, habe ich Soundswitch im Vordergrund und mit einem Knopfdruck Virtual DJ wieder im Vordergrund. So sehe also im Moment mein Stream Deck aus, wenn ich das als MIDI-Controller in Soundswitch nutze. Und was das insgesamt überhaupt ist, das wird dieses Stream Deck, und was man noch viel mehr damit machen kann, das zeige ich euch und erkläre ich euch jetzt einmal. Ja, dann möchte ich euch dieses Teil einmal kurz vorstellen, das Stream Deck von Elgato. Vielleicht kennen einige von euch das ja auch schon. So ein Multi-Universal-Tool, kann man unheimlich viele Sachen mitmachen. Es kommt, wie der Name schon sagt, Stream Deck, an sich so ursprünglich aus der Streaming-Szene. Elgato, die machen ja ganz viel auch im Gaming-Bereich. Deswegen Streamer und Gamer, also es sind ja sehr viele, die live streamen bei YouTube und bei Twitch etc. Die Games streamen. Und die haben ja eine besondere Anforderung erstmal, oder hatten die und haben diese Anforderung. Ich muss denn ja, wenn ich jetzt live streame, möglicherweise zwischen ganz vielen verschiedenen Bildquellen hin und her schalten. Ich bin kein Gamer, ich komme da nicht her, aber ich habe da mein Spiel, was ich zeigen möchte, habe also mal das Game. Dann möchte ich eventuell ein Kamerabild dazu schalten, wo ich mir zu sehen bin, vor dem Green Screen etc. Vielleicht ein zweites Windows-Fenster, was ich da noch zeigen möchte. Ich möchte zwischendurch ein paar Szenen einblenden, ein paar Gimmicks einblenden oder ein Pausenbild einblenden oder. Und das Ganze muss ich schnell steuern, weil es ja live ist. Und dafür hat man mal Elgato mal dieses Teil entworfen, sodass ich auf Knopfdruck entscheiden kann, ich möchte jetzt nur mein Bildschirm 1 haben, jetzt möchte ich mein Bildschirm und mich davor haben mit einer Webcam, oder jetzt möchte ich mich davor haben mit einer Webcam und einem zweiten Bild, und jetzt möchte ich ein Pausenbild einblenden, und das soll so als Knopfdruckaktion dann losgehen. Das war so der Ursprung dieses Stream Decks. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass das mittlerweile viel, viel mehr machen kann. Das Besondere an diesem Stream Deck ist, ihr habt das eben einmal gesehen, diese Tasten, die hier drauf sind, diese Tasten sind im Prinzip alles kleine LCD-Bildschirme. Technisch steht da ein bisschen, ist nicht ganz richtig, weil es ist so eine Matrix-LED, aber im Prinzip kann man diese einzelnen Knöpfe als kleinen Bildschirm bezeichnen, und der leuchtet, und ich kann den selber konfigurieren. Ich kann selber sagen, konfigurieren, wie soll der aussehen, was soll er für eine Farbe haben. Da kann ich sogar bewegte Bilder, GIFs hinterlegen, dass das sich bewegt. Und natürlich kann ich konfigurieren, was soll passieren, wenn ich da drauf drücke. Und zwar relativ einfach. Dieses gute Stück gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Das ist die Variante Stream Deck XL mit insgesamt 32 Knöpfen. Dann gibt es die normale Stream Deck Ausführung, die hat glaube ich 15 Knöpfe. Ja. Und dann gibt es die Stream Deck Mini-Ausführung, die hat nur 6 Knöpfe.
Dann kann man sagen, nur 6 Schnöpfe, was soll ich denn damit groß steuern? Aber wie ihr vielleicht eben ganz kurz schon gesehen habt, was ich hier unter anderem machen kann, ihr werdet das auch gleich sehen, wenn ich vorstelle, wie man das Ganze konfiguriert, das wird relativ schnell gehen. Ich kann hier Ordner einrichten, ich kann auf eine Taste legen, einen Unterordner, und wenn ich die drücke, springt das Ganze in einen Unterordner und dann habe ich eine komplett weitere Belegung. Und braucht dann nur wieder eine Taste in den Hauptordner zurück oder in dem Unterordner noch einen weiteren Unterordner einzurichten. Ich kann also, selbst wenn ich nur 6 Tasten zur Verfügung habe, kann ich hier auf Ordner 1 gehen, das wäre jetzt vielleicht Autoloops, und dann habe ich hier 6 Autoloops. Oder dann hätte ich Ordner 2 weitere Autoloops. Oder. Ich kann also mit Unterordnern hier dann arbeiten, um meinen Streamlab zu konfigurieren. Ja, dieses Teil sieht dann auch so aus. Ich habe das hier, so wie ihr hier seht, ja, so zum Hinstellen. Das kann man aber auch abnehmen hier, dieses Teil. Da kann ich das Ganze auch hinlegen, wenn ich das so möchte. Und kann diesen Rückfuß hier bequem abnehmen. Diese Rückseite sieht bei den kleineren Varianten etwas anders aus. Ein großer Vorteil der großen Variante ist auch, hier ist das Kabel, das USB-Kabel, steckbar, falls da mal was sein sollte. Wenn ich das richtig weiß, sind die kleinen Varianten mit einem fest verbauten Kabel. Das wäre immer nicht ganz so günstig. Ich habe dieses Teil, das vielleicht am Rande kennengelernt, ich selber komme aus dem Bildungsbereich. Und wir hatten auch am Jahresanfang, wie so viele andere auch in Bildungsbereichen, das Problem, ich stelle die mal beiseite, dass wir in den Lockdown gehen mussten und unsere Studierenden, unsere Lernenden erstmal nach Hause geschickt haben und wir relativ schnell umsteigen mussten auf einen Online-Lernbetrieb. Und später es dann dazu kam, dass wir dann teilweise noch wieder Präsenz machen konnten, aber nur mit sehr reduzierten Studiengruppengrößen und die eine Teil zu Hause sein sollte und der andere in der Bildungseinrichtung. So, und für beide Teile haben wir dann was entwickelt. Und zwar so, dass man aus dem Lehrsaal bei uns in der Bildungseinrichtung Unterricht machen konnte und den konnte man live über einen Stream, am Anfang tatsächlich über YouTube, später über Blue Button, so einen Stream live senden und damit den Unterricht live machen. Und nun war in so einem Lehrsaal, sollte man aber auch mit allen Möglichkeiten arbeiten, die so ein Lehrsaal hat. Das heißt, ich habe einen Lehrsaalcomputer, der mit dem Beamer etwas an die Wand wirft. Ich habe eine Dokumentenkamera, die ich abfilmen kann und die das mit dem Beamer an die Wand wirft. Ich habe ein iPad, was die Dozenten mitbringen, mit Inhalten, mit GoodNotes, wie auch immer, dass mir ein Beamer an die Wand geworfen werden soll. Ich habe Dozenten, die auch mit klassischen Medien, mit Flipcharts und Pinwänden arbeiten. Die Dozenten selber sollten aufgenommen werden, entweder über eine Webcam oder über eine weitere Kamera, so wie ich jetzt. Und das Bild sollte eingeblendet werden. Die sollten quasi vor einem Greenscreen und sollten dann zeigen können, was auf der Leinwand denn dort passiert. Das sollte alles sein. Da ist also sehr viel Technik dann mittlerweile in so einen Lehrsaal gekommen. Aber die Dozenten sind nicht alle so ganz technikaffin und sollten sich vor allen Dingen das um ihre Inhalte, um das, was sie unterrichten, bekümmern und sich nicht darum bekümmern müssen, 23 verschiedene Technikmöglichkeiten einzustöpseln, loszufahren und zu überwachen und so, was funktioniert, was geht nicht. Und da haben wir angefangen, mit diesem Streamer zu arbeiten. Wir haben alle Lehrsäle, die so technisch ausgestattet waren, mit so einem Teil unter anderem versehen und die Dozenten brauchten dann nichts weiter machen, als zu sagen, ich möchte jetzt den Stream in 5 Minuten starten, da kommt so ein Vorschaubild, ich möchte jetzt starten den Stream, dann geht das los, ich brauche jetzt nur mein Bild vom PC, ich brauche jetzt mein Bild PC und mich, ich brauche jetzt mein Bild nur vom iPad, ich mache jetzt eine Pause, kommt ein Pausenbild, ich brauche jetzt Mikrofon von mir, ich brauche jetzt nur Mikrofon vom Saal und so weiter. Und das wirklich mit so einer Knopfdruckaktion zu steuern, was hier selbsterklärend war. Und es hat funktioniert, egal wie technikaffin oder wenig technikaffin Dozenten waren, nach ganz, ganz kurzer Zeit konnten die da mit einem doch ziemlich technikbelasteten Lehrsaal wunderbar arbeiten und den Unterricht machen. Da haben wir mit diesen Teilen hier angefangen und ich möchte das jetzt auch nicht mehr missen, dieses Teil. Was man eben machen kann, man kann viel mehr als das, was ich euch jetzt gleich zeige, diesen als MIDI-Controller benutzen. Ich kann zum Beispiel auch über MIDI, ja, habe ich eben erwähnt, meinen virtuellen DJ damit steuern. Ich kann aber auch ganz viele andere Sachen damit steuern. Im Prinzip fast alles, was ein- und ausschaltet, digital ein- und ausschaltbar ist. Ich kann meine Smart-Beleuchtung damit, also meine UI-Lampen, könnte ich hier mit ein- und ausschalten. Also Wohnzimmer ein- und Wohnzimmer aus würde darüber gehen. Wenn ich wollte, kann ich sogar mir hier per Knopfdruck eine Pizza bestellen. Ihr kennt vielleicht dieses Tool
IFTTT, IFTTT, also if this then that, und über dieses Tool if this then that kann ich alles mögliche, und das bindet das hier auch ein, kann ich mit diesem Stream Deck auch steuern. Also hier Pizza bestellen, Wohnzimmerlicht ausmachen und so weiter. Ganz viele Sachen, die mit diesem Teil gehen. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was man machen muss. Viel muss man da nämlich gar nicht für machen, damit dieses Stream Deck als MIDI-Controller euer Soundswitch steuern kann. Ja, dann mal schauen, was ich tun kann und tun muss, damit das so funktioniert. Wenn ich so ein Stream Deck habe, das muss ich mir natürlich kaufen, ist klar. Die Preise sind da ganz unterschiedlich. Das kleinste liegt, glaube ich, irgendwie bei 70 oder 80 Euro. Und das große, das hier, was ich jetzt am Start habe, das ist etwas über 200 Euro. Das ist immerhin auch schon ein sportlicher Preis. Das muss man dann auch sehen. Aber es bietet dafür auch wirklich einiges. Ja, was ich dann machen muss, ich brauche dazu noch die Stream Deck Software. Die kann ich mir dann kostenlos runterladen. Der Link dazu, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber der ist natürlich auch dabei, wenn ihr euch ein Stream Deck kauft, ist da eine Anleitung bei. Und da ist auch der Link zur Stream Deck Software dabei. Diese Stream Deck Software runterladen und installieren. Und wenn sie installiert ist, dann sieht die Stream Deck Software so hier aus. Ich mache sie mal zum Vollbild hier. Und dieses Stream Deck Software sieht also so aus. Hier habe ich immer ein Spiegelbild meines aktuellen Stream Decks, so wie ihr es jetzt auch gerade seht. Ich kann hier auch auswählen, was für ein Stream Deck ich denn jetzt hier habe bei Geräte. Ob ich jetzt ein kleines oder ein großes. Ich habe ja das XL hier am Start. Das kann ich dann hier entsprechend auswählen. Das erkennt er auch. So, und dann kann ich mir hier Profile einrichten. Ich kann hier also jetzt sagen, ich kann also mir völlig unterschiedliche Umgebungen einrichten. Ich gehe hier einmal, dann seht ihr jetzt mal kurz zum Beispiel auch mein Soundswitch-Profil, und dann seht ihr gleich, das, was hier auf meinem Bildschirm ist, ist das gleiche, wie ihr dort auf meinem Stream Deck das seht. Das habe ich also schon eingerichtet für meinen Soundswitch. Und ich gehe mal hier völlig leer daher und habe hier mal ein leeres neues Profil. Könnte ich ja ein neues Profil einrichten. Das hier ist schon, habe ich als neues. Das kommt immer daher mit so einer Anfangs-, mit so einem Willkommen-Knopf. Und jetzt kann ich mir das völlig neu einrichten. Und hier an dieser Seite, da seht ihr alles Mögliche, was hier schon irgendwie so fertig drin ist. Game Capture, ich sage jetzt, kommt aus der Gaming-Szene, damit ich so eine Games capturen kann. Und OBS Studio, das braucht man, um Streams zu machen und so weiter und so fort. Hier auch System, da komme ich vielleicht später nochmal hin. Hier kann man Webseiten dann einbinden. Auf Knopf bekommt eine Webseite. Und das, was ich vorhin sagte, dieses If This Then That, eventuell. Ich kann hier bestimmte Hotkeys, die kann ich auf Knopfdruck, wenn ich, ich kenne mich mit den ganzen Hotkeys meiner ganzen Programme nicht immer aus, aber dann kann ich mir so einen auf so einen Knopf hier legen. Hier diese Hotkeys, das kann ich alles tun mit diesen Systemsachen. Eventuell Texte einblenden, das geht. Da geht hier eine ganze Menge. So, und wenn ich jetzt mit arbeiten möchte, ich kann hier noch weiter runterfahren. Ihr seht hier schon, dieses Teil hier, das ist standardmäßig nicht enthalten im Soundswitch, MIDI. Dafür muss ich einmal nur eine einzige Sache tun. Ja, hier unten, da seht ihr, da habe ich einen Knopf weitere Actions. Da müsst ihr am Anfang einmal raufgehen, weitere Actions. So, und was wir dann brauchen, ist diesen Bereich, den ich hier schon drin habe, MIDI. Da nichts weiter zu tun, als hier einmal MIDI zu suchen. MIDI. Und dann kriegt ihr hier so ein Plugin. Und dieses Plugin von Tref Liga Spiel, also das sind Holländer, von Tref Mega Spiel, das installieren. Also dann auf installieren. Da ich schon installiert habe, steht bei mir deinstallieren. Aber wenn ihr es noch nicht installiert habt, einmal auf installieren machen und fertig ist das Ganze. Und ab dann findet ihr hier so ein Bereich MIDI, den ihr hier aus- und einklappen könnt. Und wenn ihr den ausklappt, diesen Bereich MIDI hier, dann habt ihr hier vier verschiedene Bereiche. Vier verschiedene Arten, und zwar vier verschiedene Arten von Knöpfen, die ihr hier generieren könnt. Das eine ist hier Control Change. Diese Art von Knopf werden wir brauchen, wenn man einen Fader generiert. Das brauchen wir dann ja auch. Dann gibt es hier ein Programm Change. Hiermit kann man wirklich, könnte man noch Programme starten, andere Programme und Unterprogramme. Für die Steuerung in Soundstreams brauchen wir das hier nicht. Und dann, da werden wir ganz viel verbrauchen, Note On, Note Off. Also wenn ich eine Knopfdruckaktion, ich möchte normalerweise deswegen vom MIDI mit Notes, also dann würde ein Ton kommen, aber das brauchen wir nicht, sondern auf Knopfdruck soll irgendwas passieren, ein Autoloop gestartet werden, ein Licht angehen, wie auch immer.
Dafür brauchen wir diese Note- und Note-Off-Knöpfe. Und hier SysX, ja, da steige ich auch aus. Da kann man, geht ganz tief, da, wenn ich sowas einbinden würde, da kann ich Code in Hexadezimalcodes, aber also nicht in irgendwie noch in C, sondern wirklich in Hexadezimal direkt ans Programm senden. Ich kann also ganz tief in Programmstrukturen hier eingreifen per Knopfdruck. Da bin ich aber nicht mehr dabei. Das kann ich nicht, das will ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Wir brauchen im Prinzip nur diese beiden Sachen hier. So, jetzt habe ich euch ja schon gezeigt, wie mein Soundspitz MIDI-Controller mit dem Stream Deck aussieht. Ich nehme zum Beispiel mal, ich möchte jetzt ganz normal nichts weiter tun, als in irgendeiner Weise ein paar Knöpfe generieren, die mein Strobe an- und ausschalten sollen, die mein Full White und Blackout anschalten und ausschalten sollen. Dafür mache ich nichts weiter, als einfach hier diese Knöpfe erstmal hierher ziehen. Diesen hier, den brauche ich nicht mehr, diesen komischen Welcome-Knopf, rechte Maustaste hier drauf, rechte Maustaste, löschen ist der weg. So, jetzt setze ich hier meine Note-On, Note-Off-Knöpfe hin. Die kann ich auch noch verschieben, wie immer ich das haben möchte. Baue mir da mal so ein paar Teile dann hier hin. Ich bräuchte jetzt also erstmal eins für Strobe an und ich brauche eins für Full White, für Black Off und für UV. Dafür hätte ich gerne jeweils mal einen Knopf. So, die habe ich jetzt hier hingebaut. Ihr seht, die haben auch schon so ein Symbolchen hier an der Stelle. Ja, jetzt haben wir so ein paar Knöpfe hier aus dem MIDI-Bereich, diese Note On Note Off, auf das Stream Deck geschoben. So, jetzt, wenn ich so einen Knopf hier anklicke, dann habe ich hier unten diverse Einstellmöglichkeiten für den Knopf. Und da ist eine Sache ganz wichtig vorab. Die müssen wir vorab jetzt einmal machen. Im Prinzip eine einmalige Sache. Und das ist das hier, MIDI Output Port. Ich kann hier einen MIDI Output Port festlegen. Hier, wo kommt der her? Die Sache ist die, Windows hat keinen eigenen MIDI-Port bringt da nichts Eigenes mit. Dafür müssen wir einmalig ein kleines Programm installieren, das uns quasi sowas wie ein virtuelles MIDI-Kabel, deswegen auch hier, das sieht ja aus wie so ein MIDI-Kabel, generiert. Und hier steht jetzt MIDI-Output-Port. Und dieses kleine Programm, das ihr dann einmalig installieren müsst, da gibt es unterschiedliche Arten. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung, aber braucht ihr auch gar nicht. Ich klicke hier mal auf die Dokumentation. Hier ist tatsächlich eine gute Dokumentation für dieses Plugin dabei. Das ist ja für dieses MIDI-Plugin dabei. Das ist selten genug. Auf Englisch, aber das ist trotzdem selten genug. Und unter virtuellen MIDI-Ports, da ist es auch nochmal beschrieben, dass wir so etwas brauchen. Und die empfehlen hier, und das kann ich auch wirklich nur so weitergeben, das läuft sehr, sehr stabil, das Programm Loop MIDI-Port. Und wenn man das hier anklickt, dann kriegt man so einen Download für dieses kleine Programm. Das installiert sich dann selber ganz klein, ganz winzig an der Stelle. Und wenn sich das Programm dann installiert hat, dann kann man so einen MIDI-Port einrichten. Das sieht jetzt so aus. Hier ist dieses Loop-MIDI-Port. Und da könnt ihr jetzt einfach einrichten hier, indem ihr auf Pluszeichen klickt, einen Port hinzufügen. Und dann vergebt ihr nichts weiter, als hier vorher einen Namen einzugeben. Also ob hier nun Loop-MIDI-Port-DJ oder irgendwas anderes steht, irgendeinen Namen eingeben auf Pluszeichen. Ich habe hier einmal SoundSplitch, einmal Stream Deck eingeben. Einer würde schon reichen. Ein MIDI-Port eingeben und das ist es dann auch schon. Dieses Programm wird sich dann auch in die Autostart einbinden und immer automatisch laufen und auch im Hintergrund bleiben. Ihr müsst das also gar nicht groß da aktivieren. Wenn ich das hier jetzt schließe, schließt es sich gar nicht, denn ich würde das hier im Hintergrund, da läuft es dann weiter. Ich müsste es hier erst richtig beenden, wenn ich das nicht mehr haben wollte. Und dieses brauchen wir auch immer im Hintergrund laufend. So, und wenn ich das jetzt hier habe, dieses kleine Programm Loop MIDI Port im Hintergrund, und ich klicke jetzt hier wieder eine Schaltfläche an, dann seht ihr ja, dann kann ich hier einen MIDI Output Port einrichten. Und diesen MIDI Output Port, das ist der, den ich dort eben gerade eingerichtet habe in dem kleinen Programm Loop MIDI Port. Wenn ihr das da einrichtet, ganz wichtig, noch an der Stelle ist eine Kleinigkeit, aber ist nicht unwichtig. Das ist, wie man so schön sagt, case-sensitive, also Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Also wenn ich SoundSwitch in dem, als ich das eben eingerichtet habe, groß geschrieben hätte, hätte er das hier, würde er das nicht erkennen. Und die
MIDI-Ports, die ihr dort oder den MIDI-Port, den ihr dort eingerichtet habt, einer reicht auch, den wählt ihr dann hier entsprechend aus an dieser Stelle. Das muss also übereinstimmen. So, und jetzt habe ich hier also meine Schaltfläche eingerichtet. Ich kann jetzt hier einen Titel vergeben. Ich könnte jetzt also sagen, das soll Strobe sein. Kann ich hier tun. Ja, das ist aber so, Strobe. Hier könnte ich übrigens den Titel, das könnte ich jetzt hier an der Stelle auch noch ein bisschen einstellen, dass er den überhaupt anzeigen soll oder nicht anzeigen soll. Ob der jetzt hier seht, ich habe das in Gelb eingerichtet, die Farbe, könnte das auch in Schwarz einrichten, die Schriftfarbe, die Schriftgröße könnte ich hier entsprechend einrichten, größer oder kleiner. Ganz normal, standardmäßig, ob die nun oben oder in der Mitte oder unten aufgehängt sein soll. Und hier kann ich noch den Fond auswählen, in dem das beschrieben sein soll. Das kann ich so tun. Also einen Titel eingeben, kann ich, muss ich nicht tun. Dann hier kann ich einen Kanal eingeben. Hier könnt ihr für alle erstmal, soweit ihr mit 127 verschiedenen Knöpfen auskommt, immer den gleichen Kanal nehmen. Also jetzt immer Channel 1 eingeben. Aber hier kommt jetzt drauf an. Hier steht jetzt was von Key und jetzt E4. Das ist an sich eine Musiknote, wie ich hier sehen kann. Hier muss jede Taste einen eigenen Key haben. Also es geht von 0 angefangen, kann ich einen auswählen, bis der letzte ist dann hier 127. Wenn ich damit nicht auskomme, muss ich einen zweiten Channel hier einrichten. Aber ich nehme jetzt also hier mal Key 0. Velocity, das könnt ihr vernachlässigen. Das ist dafür, wenn jetzt hier, ihr habt ja eben gesehen, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, also als Key die Nummer 22 oder hier 24 nimmt, das ist C1 als Note dann, wenn ich das also wirklich durch Tastendruck, das wie ein Instrument eine Note erzeugen wollte. Aber das könnt ihr ignorieren, was denn da als Note dahinter steht. Und Velocity wäre die Lautstärke der Note, die ihr denn spielt. Das ist für unsere Zwecke, aber egal, was ihr hier eingibt, könnt ihr einfach so lassen. So, und dann haben wir hier noch Button Type, also die Art des Knopfes, den ihr drückt. Soll das ein Push-Button sein, dann ist das DMX-Signal, das gesendet wird von dem Programm, nur so lange aktiv, wie ihr den Knopf drückt. Also Push gedrückt halten, so lange kommt das, also so lange läuft der Strobe oder wie auch immer. Und so wie ihr los, das ist er wieder weg. Toggle wäre also das dafür, dass ihr das ein- und ausschaltet durch Knopfdruck. Also einmal drücken, dann läuft das. Wenn es der Strobe wäre, würde der Strobe laufen. Und wenn ich dann nochmal die Taste drücke, dann ist der Strobe wieder aus. Und Hold, nein, jetzt muss ich mich korrigieren. Also Push, da kann ich so öfter drücken, immer wieder drücken. Und jedes Mal würde ein Signal gesendet werden. Und bei Hold muss ich es gedrückt halten. Und solange ich es gedrückt halte, wird dann entsprechend das Signal gesendet. Das wäre bei dem Push also so, wenn dieses Signal tatsächlich, das würde einen Ton erzeugen oder so ein Jingle, würde also immer drücken und würde immer düb, 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 jedes Mal, wenn ich das drücke. Solange, wenn ich das bei Toggle hätte, würde es die ganze Zeit kommen, durchgehen, und bei Hold wird es so lange kommen, das Signal, wie ich also den Knopf drücke. Da muss man gucken, was man also braucht. Wenn ich jetzt den Strobe an- und ausschalten möchte, wäre es inzwischen eine Mischung, könnte ich entscheiden, will ich das Hold machen, also solange ich den Knopf drücke, solange kommt der Strobe, oder will ich ihn an- und ausschalten, dann würde ich aufs Toggle das Ganze machen. Und hier also noch dann sozusagen, welcher MIDI-Output-Port, da hatte ich ja eben Soundswitch eingerichtet. Und so könnte ich jetzt hier auf den nächsten gehen. Könnte man sagen, das soll Full White sein an der Stelle. Wieder den gleichen Kanal hier lassen. Hier muss ich aber wieder, dann wähle ich einen anderen Key aus. Einmal könnte ich den natürlich vorgestellt auch lassen, nehme Nummer 2. Full White mache ich als Toggle, also solange ich will einmal drücken, solange bleibt das Licht voll auf weiß an. Ich würde es daher nochmal drücken, um es wieder auszuschalten. Und so wird es dann hier an der Stelle bleiben. Dann machen wir hier nochmal in unserem Beispiel noch einen dritten, das wäre Blackout. Blackout, und auch hier, da wähle ich dann mal als Key die Nummer 3 aus. Da ist wichtig, dass ihr euch wirklich unterscheidet bei dem Key. Den mache ich auch als Toggle, und dann habe ich hier den Blackout. Könnt ihr natürlich auch hier wird man jetzt nicht sehen, die Textfarbe vielleicht nochmal dann einstellen. Wenn ich das sehe, dass wir das vielleicht gar nicht dann bräuchten. So, jetzt ist der mit Schwarz besser sichtbar. Das läuft immer noch über die Schrift, könnte ich hier im Text vielleicht sagen, der macht mir die mal kleiner.
ich möchte das hier sehen. Oder ich könnte hier auch einfach eine dazwischen eine Enterschaltung machen. Dann läuft der Text mir jetzt geht er in zwei Zeilen. Dann ist er jetzt vielleicht in Schwarz doch nicht mehr so gut sichtbar. Also ändern wir das mal wieder auf Weiß um. Gut, so könnte das hier aussehen. Und jetzt machen wir nochmal einen nächsten hier für UV. Text UV. Und hier wieder einen anderen Key. Da nehmen wir dann die Nummer 3. Und das ist auch Toggle, solange der gedrückt, wenn der einmal gedrückt ist, bleibt das an, bis er wieder gedrückt worden ist. So sieht das jetzt hier an der Stelle aus. Und so kann ich das Ganze einrichten. Ich könnte jetzt, an der Stelle mache ich das einmal, ich habe jetzt die ganze Zeit ja mit diesen Teilen hier gearbeitet, Note on, Note off. Ich nehme jetzt hier mal vielleicht, hier packe ich mal an diese Stelle hin, hier drunter unter dem Strobe, packe ich mal so zwei solche Control-Change-Teile. Und das sollen jetzt meine Knöpfe sein, um den Strobe, die Strobe-Rate einzustellen, nach oben und nach unten. Also da würde ich jetzt mal als Titel sagen hier, also Strobe Plus und bei dem nächsten, das wäre jetzt der untere, also ich tausche die mal um, so rum, Strobe Plus und hier sage ich mal als Titel Strobe Minus. So und hier habe ich auch wieder den Kanal und jetzt kann ich hier habe ich hier verschiedene Kommandos zum Auswählen. Die sind für die unterschiedlichsten Sachen. Ich nehme mal hier, also hier kann man ganz normal, hat man so einen General Purpose Controller, also irgendwas, mit dem man dann alles kontrollieren kann. Da sind aber auch, den kann ich auch nehmen als Kommando General Purpose Controller und jetzt muss ich hier auswählen, was möchte ich denn wieder für einen Button Type haben, für einen Knopftyp. Und da habe ich jetzt ein paar mehr. Push, Toggle kennt ihr schon, Hold könnt ihr auch. Und jetzt habe ich hier zusätzlich noch Fader und Cycle. Fader wäre also wirklich wie ein klassischer Fader. Ich kann dann also durch Drücken das nach oben oder nach unten bewegen. Und Cycle, das wäre, ich habe sagen wir so eine 5 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal drücken springt auf Möglichkeit 1. Das nächste Mal drücken auf Möglichkeit 2. Das nächste Mal drücken Möglichkeit 3. Dann 4, dann 5. So, und dann kann ich bald, wenn ich Cycle auswählen würde, noch sehen, was soll denn passieren, wenn er den letzten erreicht hat, soll er wieder auf den ersten springen oder wieder zurückgehen oder da bleiben. Das wäre so ein Cycle-Teil. Ich nehme hier also mal Fader. Und jetzt kann ich hier unten einstellen, wenn ich Fader genommen habe, Inkrement. Wie, wenn ich jedes Mal drücke oder gedrückt halte, wie soll der hochgehen? Also in Prozenten, sage ich denn mal. Also der soll um 1 hochgehen. Und wenn ich in Intervall wäre, wenn ich ihn einfach gedrückt halte, wie lange gedrückt halten wird als einmal drücken quasi interpretiert. So, und jetzt sage ich also, das soll jetzt in 100 Millisekunden in 1% Schritten hochgehen, ist okay. Hier kann ich noch sagen, ob er mir den Wert, den er jeweils erreicht hat, hier anzeigen soll auf dem Knopf. So, und das kann ich dann hier so machen und sage ich, okay, das ist mein Strobe Plus. Jetzt habe ich hier noch mein, hier habe ich jetzt zweimal Strobe Plus, hier muss ich einmal Strobe Minus machen. So, Strobe Minus. So, und der soll ja nach unten gehen. Ich lasse den genauso wie den anderen. Also hier General Purpose Controller, ja, alles wunderbar. Aber der soll als Inkrement nicht plus 1 gehen, sondern da muss ich hier eingeben minus 1, weil jedes Mal, wenn ich den drücke, dann soll der um einen nach unten gehen. So haben wir also hier quasi so zwei Knopfdruckfeder eingerichtet. Wenn ich den gedrückt halte, würde meine Strobe-Rate nach oben gehen. Und wenn ich diesen hier gedrückt halte, meine Strobe-Rate nach unten gehen. Soweit so gut. Damit haben wir die wichtigsten Arten hier eingestellt. Also solche Note on, Note off. Ich kann das also ein- und ausschalten. Und hier kann ich also was immer auch als wie so ein Fader dann ist, kontrollieren. Und jetzt habt ihr aber auch gesehen, und das zum guten Schluss hier an der Stelle, ich kann ja auch den, wie sollen die Knöpfe aussehen? Das kann ich einstellen. Ich klicke mal den hier an. Und jetzt kann ich hier auf diesen Knopf gehen, hier auf den kleinen. Klicke hier mal auf das kleine Häkchen. Und jetzt sagt er, ich kann mir eine Bilddatei auswählen oder ein neues Icon erstellen. Also ich gehe hier einmal auf Bilddatei auswählen. Ich habe mir so ein paar vorbereitet. Mache auch gleich einmal dieses hier, Bilddatei auswählen. Und jetzt kann ich sagen, ich habe mir so ein paar Bilder vorbereitet im Rechteck, im quadratischen Format. Die müssen entweder im Format JPG oder PNG vorliegen. Ich habe mir hier so ein paar Stream Deck Buttons dann gemacht. Und jetzt gehe ich jetzt mal hier hin und sage jetzt mal hier, oder ich gehe nochmal hier, noch ein höher,
Stream Deck Buttons bei Allgemein. Da habe ich jetzt hier so ein paar Teile, die ich mir sortiert habe. Oder ich gehe dann doch nochmal hier auf Stream Deck Buttons, auf Sound Switch und wähle einfach mal irgendeinen, den ich hier gemacht habe, dann aus. Ich wähle mal hier bei Auto Loops, weil es ein Strobe sein soll, da wähle ich mal den hier dann so aus und sage hier okay. Und jetzt seht ihr, das sofort hier und ihr seht das auch hier und da bewegt er sich jetzt sogar ein GIF, da bewegt er sich dann sogar. Da seht ihr, wie das sofort passiert. Ich kann hier also die unterschiedlichsten Arten von Buttons dann auswählen. Ich gehe mal auf diesen hier und sage jetzt ja, hier soll Full White sein. Ich mache mal hier wieder, ich sage mal ein neues Icon erstellen, keine fertigen. Dann geht er auf so eine Webseite und jetzt kann ich hier sagen, ich kann hier mir mein Icon erstellen. Ich könnte hier Text eingeben. Ich kann hier ein fertiges Bild eingeben, was ich irgendwo her habe, irgendein Foto. Ich könnte hier eine einfarbigen Hintergrund wählen oder hier so einen Farbverlauf als Hintergrund wählen. Ich habe hier auch eine ganze Reihe von fertigen Teilen, die hier drin sind, die ich benutzen könnte. Und wenn ich jetzt sage, ja, das sieht aus wie so ein Blitz hier an der Stelle, könnte ich diesen hier nehmen. Es soll aber Full White sein. Dann nehme ich vielleicht doch hier eine Glühbirne. Die sollen jetzt mehrere Glühbirnen. Die packe ich denn hier hin. Ja, und das möchte ich jetzt hier als Knopf haben für Full White. Ich könnte sogar auch hier das jetzt noch beschriften, dann brauche ich das nicht den Titel haben und könnte jetzt sagen, dieses Teil, das speichere mir mal bitte ab. Sage ich hier Save Key. Jetzt speichert er mir das Auto, er fragt mich nicht nach dem Speicherort. Er speichert das automatisch hier zunächst ab im Bereich Downloads, also in meinem Download-Ordner, da hat er den abgespeichert. Ich kann ihn von da aus nehmen oder ich könnte auch jetzt hier sagen, schneide den mir hier mal aus und packe ihn mir mal dorthin, wo ich meine Stream Deck Buttons hingepackt habe, kopiere den hier rein und damit ich den, nehme ich diesen hier, kann den auch noch umbenennen natürlich, das ist jetzt ja Standard und sage jetzt mal hier Bulb für zwei Glühbirnen, Bulb 2 oder wie auch immer, Bulb 2. So, habe den jetzt hier also gemacht. Und jetzt könnte ich, wenn ich jetzt wieder hier in meinem Programm bin, könnte ich jetzt sagen, hier für Full White, da möchte ich jetzt hier Bilddatei auswählen. Und da waren wir jetzt hier bei Sound Switch. Und da hatte ich jetzt ja hier Stream Deck Button Bulb 2 gemacht. Hier zanken. Und jetzt sieht das so aus. Jetzt habe ich den hier als Hintergrund und ihr seht, dort taucht das auch sofort auf, das Ganze. Diese PNG- oder JPG-Dateien, das können aber auch GIF-Dateien sein und deswegen bewegt er sich hier dann auch, wie ihr es das dort seht. Also GIF-Dateien, kleine bewegte Animationen, das funktioniert auch. Und so könnt ihr euch eure Buttons völlig selber gestalten, so wie ihr sie haben wollt. Mit einfarbigen Hintergründen, mit Farbverläufen, was auch immer ihr machen wollt. Ich habe mir da auch ganz viel einfach mit PowerPoint gebastelt, so dass meine Farben entsprechend, meine Knöpfe so aussehen, wie ich sie gerne haben möchte. Da wäre zum Beispiel auch für Autoloops die Möglichkeit, wenn euch das hilft, so einen kleinen Screenshot zu machen vom Master Track eurer Autoloops und den so auf so eine quadratische Form zu bringen. Und dann ist das eben der Hintergrund. Und dann wisst ihr gleich, ah, das wird so ein roter Puls sein, der relativ schnell rauf und runter geht oder wie auch immer. So könnt ihr euch eure eigenen Hintergründe also basteln und euer Stream Deck belegen. Eine Sache, bevor wir gleich zur Verbindung dieses Stream Decks mit SoundSwitch kommen, eine Sache noch, ich habe euch am Anfang ja gezeigt, ihr könnt auch Ordner einrichten. Ich gehe hier einfach einmal mit der rechten Maustaste auf so eine Schaltfläche und sage hier mal Ordner erstellen. Jetzt habe ich hier so ein Ordnersymbol und das nenne ich jetzt einfach mal Auto Loops. Zang, bumm. Ich könnte jetzt auch hier für diesen Ordner Autoloops ein anderes Symbol wieder wählen. Würde auch gehen, ich lasse es jetzt mal an der Stelle so. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, jetzt ist er in dem Ordner Autoloops. Für solche Unterordner baut er automatisch hier immer eine Schaltfläche ein, zurück zur nächsten höheren Ebene. Also käme ich hier immer wieder zurück. Und wenn ich hier aber auch draufklicke, bin ich wieder bei der unteren Ebene. Und jetzt könnte ich mir hier wieder ganz viele Schaltflächen einrichten für meine Autoloops oder meine Static Loops oder was auch immer ich machen möchte. Ich könnte also hier ganz, ganz viele Schaltflächen mir entsprechend einrichten. Das ging also über die rechte Maustaste Ordner erstellen.
Und so könnte ich mir, habe ich mir hier jetzt zum Beispiel Ordner erstellt. Der nächste wäre hier für meine Statics. Oder der nächste wäre hier für meinen Standalone-Modus. So könnte ich mir hier also, muss ich auch denn hier, Standalone. So könnte ich mir hier meine Unterordner einrichten. So wird das Ganze also aussehen. So, und jetzt schauen wir mal, was muss ich denn tun, um das Ganze zu verbinden mit meinem Soundspitz. Und im Prinzip kennt ihr schon, ich zeige euch das aber dann trotzdem noch einmal. Ja, jetzt bleibt nur noch die Verbindung zwischen eurem Stream Deck hier und eurem Soundspitz herzustellen. Und das geht ganz einfach, das funktioniert genau wie bei allen anderen MIDI-Controllern, genau das gleiche Grundprinzip. Ich bin im Soundswitch hier in meiner MIDI-Registerkarte, in dem Fall im Performance-Mode hier. Und ich möchte das jetzt verbinden. Ich habe jetzt hier mal nicht unser Übungsteil, sondern mein richtiges Teil wieder aufgerufen. Und ich habe jetzt hier extra diese Schaltfläche UV, die ist noch nicht verbunden oder die habe ich wieder gelöscht. Und die möchte ich mit dieser Taste hier verbinden. Was muss ich tun? Wie ihr das schon kennt, einmal hier rechte Maustaste drauf, Right-Click to Map. Also rechte Maustaste drauf, dann die Taste hier drücken. Also rechte Maustaste, die Taste drücken. Und Sie sehen, jetzt ist sie umrandet und er hat sich verbunden mit meinem MIDI-Port Soundswitch, Kanal 1, Key 4, also Taste 4. Hat er sie, die ich, das war die 4, die ich draufgelegt habe, hat er sie verbunden. Und wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, würde ab dann sofort Schwarzlicht angehen. Und so könnt ihr das mit allen anderen Funktionen, allen anderen Tasten machen. Ihr seht also, ich könnte jetzt hier meinen Strobe abfeuern. Ich vielleicht hier, die ist zweimal verbunden, das sieht man hier aber gar nicht. Wenn ich jetzt hier, habe ich zweimal draufgelegt, nämlich einmal draufgelegt, das ist ein Fader. Die beiden Tasten hier an der Stelle habe ich dort, die habe ich dort draufgelegt. So, wenn ich jetzt diese Taste drücke, seht ihr, der Fader geht nach oben. Und wenn ich die Taste drücke, geht der Fader wieder nach unten. So habe ich hier also eine Steuerung über diese beiden Tasten. Und so kann ich alles, aber auch wirklich alles hier belegen. Meine Blackout-Taste hier. Hier ist zum Beispiel noch eine Sache, Blackout, wenn ihr das sonst mal, müsst ihr immer gedrückt halten, wenn ihr hier mitarbeitet. Aber wenn ich jetzt hier mitarbeite, zack, ist Blackout weg, gedrückt. Und solange die gedrückt ist, ist alles schwarz. Und wenn ich die wieder drücke, weil die im Toggle-Mode sind, ist es also wieder da. Das gleiche könnte ich für die Autoloops machen. Ich könnte hier also alle meine Autoloops hier auf irgendwelche Tasten dann legen, was ich ja auch getan habe. Und jetzt seht ihr hier, wenn ich hier einmal drauf drücke, wie ich meine Autoloops dann hier entsprechend belegt habe. Oder gehe hier mal wieder entsprechend zurück. Ja, so könnt ihr also dieses wunderbare Teil Stream Deck benutzen als MIDI-Controller und darüber hinaus mit ganz vielen anderen Sachen natürlich auch. Ich werde ja noch ein extra Video machen hierfür, wie man das also virtuell DJ damit auch noch steuern kann, wenn man das denn möchte, per Knopfdruck. Aber ihr könnt das eben auch für ganz viele andere Sachen nutzen, mit Unterordnern und Umschalten. Da geht ganz, ganz viel. Das soll es soweit gewesen sein. Ihr habt jetzt ja mittlerweile kennengelernt, wie man normalen MIDI-Controller einbindet, wie man eventuell einen zweiten MIDI-Controller einbindet und wie man jetzt so ein Teil wie das Stream Deck hier einbindet als MIDI-Controller. Geht alles. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, und zwar, wenn ihr ein Tablet, ein iPad oder ein anderes Tablet, ein Android-Tablet dann habt, dann könnt ihr euch das selber einrichten, dass ihr dieses Tablet als MIDI-Controller einrichtet. Sieht, kann sogar fast so ein bisschen ähnlich aussehen, selbst konfiguriert wie jetzt beim Stream Deck, mit einer kostenlosen Software, mit einer kostenlosen App. Und diese kostenlose Software ist TouchOSC. Und wie man das mit TouchOSC selber einrichten kann, so ein Tablet zum Controller zu machen, das hätte ich sonst in einem Video gezeigt, aber das muss ich gar nicht, weil gerade jetzt hat Jens von Jens seinen YouTube-Kanal drei wunderbare Videos gemacht, wie man TouchOSC einrichtet und mit Soundswitch verbindet. Ganz großartig. Ich verlinke euch diese drei Videos von Jens unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr also da mal schauen wollt, ob ihr ein vorhandenes Tablet nutzen wollt als MIDI-Controller und wie man das mit TouchOSC machen kann, dann schaut doch mal in diese Videos von Jens dann rein. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wie immer gilt der Grundsatz: Practice and Enjoy.